Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Finn an. Dieser hat über Smoovio geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Produktpräsentation mit Hilfe eines Videos spielen eine immer größere Rolle im Internet. Ein Video kann ein starkes Marketing-Tool sein und ein perfektes Werbemittel für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Große erfolgreiche Konzerne haben es vorgelebt und nun ziehen auch die kleinen Leute nach und möchten auf den Zug aufspringen. Heute soll es um Smoovio gehen, einen Videoplayer, den man auf eine beliebige Webseite einbinden kann und der vor allem mit großer Anpassungsfähigkeit punktet. Smoovio gehört zur Webinaris GmbH. Webinaris selbst zum Beispiel bietet eine Plattform für das Hosten von Webinaren an und ist in Deutschland sehr bekannt und beliebt. Eingetragener Geschäftsführer ist Rainer von Massenbach, der auch CEO bei Webinaris ist. Nun zum Überblick der Funktionen und Vorteile von Smoovio. Jeder kennt es wahrscheinlich, dass beim Besuch auf manchen Webseiten die Videos ewig laden. Zunächst ist man vielleicht noch geduldig, aber auch das kann schnell ein Ende haben. Das kann sich schlecht auswirken auf die Umsätze, denn wenn ein Interessent erst noch warten muss, wird er mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einfach abspringen. Smoovio erkennt die Internetleitung, die Bandbreite des Zuschauers und passt sich an, sodass auch Zuschauer mit einer geringen Bandbreite, also einer schlechten und langsamen Leitung, die Videos schauen können, ohne große Wartezeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen Videoplayern, die zurzeit auf dem Markt sind, kann man mit Smoovio in vielen Aspekten seinen Wünschen, den Kundenbedürfnissen und der Internetseite sowie dem Produkt anpassen. Man kann die Farbgebung gestalten, den Rahmen des Players ändern, sein Logo einfügen und es gibt noch weitere Optionen. Mit diesen Möglichkeiten kann man den Videoplayer nahtlos in die Umgebung der Webseite eingliedern und es gibt ein optisches Bild, welches sich zusammenfügen lässt, während andere Videoplayer aussehen, als seien sie aus einer Umgebung gerissen worden und nur oberflächlich neu platziert. Das hinterlässt bei den Kunden einen professionellen Eindruck und lässt die ganze Seite hochwertiger wirken. Bei anderen Anbietern kann es schwierig sein, bestimmte Handlungsaufforderungen im Video einzubauen. Häufig kann man an bestimmten Stellen eine Call-to-Action-Werbung ansiedeln, bei Smoovio wird dem Werbebetreibenden da deutlich mehr Freiheiten überlassen. Man kann zu jedem Zeitpunkt des Videos eine eigene, kreierte Bannerwerbung oder einen Button aufleuchten lassen. Außerdem gibt es noch die zwei Funktionen Pay with a Like oder Pay with a Mail, das heißt ein starkes Tool, um Leads zu sammeln. Das Video läuft für den Zuschauer dann eine bestimmte Zeit, zum Beispiel genau 30 Sekunden. Nach Ablauf der festgelegten Zeit wird das Video automatisch pausiert und es erscheint eine Aufforderung, die Facebook-Page mit einem Gefällt mir zu versehen oder seine E-Mail-Adresse einzutragen, um das Video weiterzuschauen. Smoovio bietet umfangreiche Tools an zur Analyse und zum Tracking der Besucher. Mit diesen Werkzeugen lässt sich das Verhalten der Zuschauer beobachten und studieren und man kann entsprechend darauf reagieren. Mit Smoovio lässt sich zum Beispiel feststellen, ob ein Video vom Rechner aus oder vom Smartphone aus aufgerufen wurde. Sofern die Webseite für mobile Geräte angepasst ist, wird auch der Videoplayer auf das Format getrimmt. Außerdem kann man auch sehen, wann ein Video abgebrochen wurde. Diese Information kann besonders wertvoll sein, wenn man merkt, dass eine größere Anzahl von Leuten an der gleichen Stelle das Video abbricht. Daraufhin kann man seine Marketingstrategie verändern und das Video bearbeiten, indem man es kürzt, andere Worte verwendet oder neue Bilder benutzt. Auch der Zuschauer kann das Video an seine Gewohnheiten angleichen. Es sind, sofern der Werbetreibende es ermöglicht, vier verschiedene Qualitäten auswählbar. 240p, 360p, 480p und 720p, was bereits HD-Format hat. Außerdem kann man der Betrachter die Abspielgeschwindigkeit verändern und sich das Video in einfacher, zweifacher oder vierfacher Geschwindigkeit abspielen lassen. Das kann ein enormer Vorteil für Videos sein, die im Stil einer PowerPoint-Präsentation gehalten sind, da einige zu ungeduldig sind, auf das nächste Blatt zu warten. Die Erstellung eines Accounts ist komplett kostenfrei. Auch die Nutzung kann zunächst ohne Kosten sein, aber dann ist man beschränkt auf nur 5 Videos, die man über Smoovio hosten kann. Auch einige der genannten Funktionen stehen einem dann nicht so frei in Verfügung. Für nur 9 Euro monatlich kann man schon 25 Videos einstellen, die Tools nutzen und man hat 100 GB Bandbreite. Ich wollte auf meiner Internetseite nun kurz vor der Fertigstellung noch ein Video einbauen, welches mein Produkt am besten nicht präsentiert. Mit dieser Entscheidung kommt man nicht drum herum, sich mit den verschiedenen Anbietern auseinanderzusetzen. YouTube kam für mich schon mal nicht in Frage, weil ich das persönlich nicht mag. Wenn ich selbst sehe, dass ein Video ursprünglich auf YouTube hochgeladen wurde, schaue ich mir immer auch die Anzahl der Views an und die Kommentare und das beeinflusst mich häufig negativ. Daher konnte ich YouTube sofort ausschließen.
Da mir Webinaris vorab bereits ein Begriff war, bin ich über den Blog auf Smoovio gestoßen und habe mich prompt angemeldet und anfangs die kostenlosen Funktionen genutzt. Nachdem ich gesehen habe, dass es funktioniert und die Handhabung wirklich einfach ist, habe ich mich zu einem Abonnement entschlossen. Die ganzen Möglichkeiten der Gestaltung gefallen mir am besten. Ich konnte den Videoplayer so in meine Webseite einfließen lassen, dass es aussieht, als würde ich es selbst hosten. Mit den Werkzeugen zur Analyse habe ich mich in letzter Zeit auch schon auseinandergesetzt und vertraut gemacht. Die Statistiken sind sehr übersichtlich und man braucht keine großen Erklärungen, um die Bedeutung dahinter zu verstehen. Das Wissen lässt sich tatsächlich auch gewinnbringend nutzen, indem man es verwendet, um seine Marketingstrategie zu optimieren. Ich konnte bisher beobachten, dass der Videoplayer soweit von meinem Publikum gut angenommen wird. Das sehe ich an den Klicks sowie an der positiven Resonanz. Viele Kollegen haben mich schon auf den Player angesprochen und wollen diesen auch selbst verwenden. Daher überlege ich, dem Partnerprogramm von Smoovio noch beizutreten, bei welchem man eine Provision kassieren kann, wenn man Smoovio erfolgreich verkauft. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.